Wer elektrische Fahrzeuge herstellen will, braucht Laser. Ein gutes Beispiel ist die Leistungselektronik zwischen Batterie und Motor. Die vielen Kupferverbindungen schweißt man am besten mit einem grünen Laser. Wir bei Trumpf überlegen ständig, wie man Laser noch besser einsetzen kann. Deswegen kooperieren wir mit Forschungsinstituten wie dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik, ILT. Das Kupferschweißen mit einem grünen Laser wollen wir besonders intensiv untersuchen. Und genau deswegen gehen wir zum deutschen Elektronen-Synchrotron, dem DESY, nach Hamburg, wo wir mit speziellen Röntgenstrahlen experimentieren können. Konkret schauen wir uns das Schweißen von Kupfer auf Metallkeramiksubstraten an. 2 Jahre lang haben wir uns mit dem Fraunhofer ILT auf diese 3 Tage am DESY vorbereitet. Wir brauchten eine passende Prüfmethodik und einen genauen Plan, wie wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse nachher auf industrielle Bedingungen übertragen können. Denn am Ende sollen unsere Kunden ihre E-Fahrzeuge besser und vor allem schneller produzieren können. Wir betreiben bei DESY einen Teilchenbeschleuniger, der hochintensive Röntgenstrahlung erzeugt. Mit dieser Technologie gehören wir absolut zur Weltspitze. Wir freuen uns, dass inzwischen auch vermehrt industrielle Anwendungen bei DESY analysiert werden. Schön, dass Fraunhofer ILT und Trumpf hier messen. Solche Projekte sorgen dafür, dass wir unsere Prozesse immer mehr für industrielle Anforderungen optimieren. Eine Kernaufgabe des Fraunhofer ILT-Teams ist es, hier etappenweise alle Geräte für die Versuche aufzubauen. Diese Arbeitsschritte haben wir über Monate hinweg entwickelt. Bei den Versuchen erforschen wir, wie sich Laser und Material verhalten, wenn man Kupfer auf einem Metallkeramiksubstrat schweißt. Beispielsweise, wie tief der Laser einschweißt. Das untersuchen wir in unterschiedlichen Einstellungen, in hunderten Kombinationen. Mit dem hochintensiven Röntgenlicht schauen wir so tief in die inneren Prozesse bei der Laserbearbeitung wie nie zuvor. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten in Bildgebung und Analyse. Wir sehen zum Beispiel, dass es überraschende Kombinationen aus Einstellungen an der Laseranlage gibt, die den Schweißprozess optimieren. Die Erkenntnisse haben uns einen gewaltigen Schritt weitergebracht. Die nächsten Untersuchungen bei DESY sind bereits in Planung.